So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben hier die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schockcard der Woche. Heute ist natürlich auch wieder die Raid-Stunde, ja, die Raid-Stunde mit Kyurem. Also Kyurem ist am Mittwoch in der Raid-Stunde heute und ich denke... So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Außerdem ist heute die Raid-Stunde mit Kyurem, also mit dem Keilriemen, und das ist die erste Raid-Stunde jetzt seit seiner Rückkehr. Und das ist die erste von zwei Raid-Stunden, die er haben wird. Nächste Woche Mittwoch ist nochmal eine Raid-Stunde und dann weiß wieder kein Mensch, was in den Raids ist, aber Ende Dezember wird sicherlich wieder der Eventkalender released und Niantic sagt uns, was wir dann im Januar Schönes erwarten können, bekommen. Eins steht ja wahrscheinlich schon fest, Mega Aero Dactyl wird in die Raids kommen als Mega Raid. Geht man jetzt von aus, 99,999 periodisch Prozent. Also, das ist schon mal was im Januar, was man eigentlich weiß. Jetzt sehe ich wieder, jetzt hat die Farbe wieder gewechselt. Jetzt bin ich wieder total blass. Keine Ahnung warum, egal. Wir fangen jetzt an, wir kommen jetzt zu den Highlights der Woche und natürlich dem Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Henry Nicky. Der hat noch einen Regiram sich gegönnt am 15.12. Ihr seht, das ist genau wirklich fast eine Woche her. Seit der letzten Folge bis jetzt, denn ich lösche wirklich alles und sammle dann ab diesem Tag wieder neu. Also habt ihr Sachen dabei, die jetzt auch 6 oder 7 Tage alt sind. Ne? Regiram weg und Kyurem rein in die Raids. Und da im dritten Raid der Heigo, der Fan-Raid Go AMK, hat sich gleich eins gegönnt, sogar mit Wetterboost. Und guckt doch mal hier, Unterschied ist nicht vorhanden, ne? Außer das Halsband. Hier, zack, das sieht doch genial aus. Und es ist wirklich ein sehr cooles Shiny, meiner Meinung nach. Wie ihr das Shiny Kyurem findet, könnt ihr ja mal reinschreiben. Skandalparat zeigt uns nochmal die Seitenansicht vom Shiny Kyurem. Ja moin, erste Raid gleich Shiny, schreibt er hier. Henry hat ein 100er Bibor erlöst. Henry, Kryptos nie erlösen. Guck doch mal, das schöne Bibor. Obwohl, das kannst du jetzt zu Mega Bibor machen als 100er. Also, gut gemacht. Eben gerade bekommen, Hannes Black hier mit dem Shiny Seemops, mit einem Schal, diese dicke, fette, runde Kugel. Brainy Stendal auf dem kleinen gebrütet, Shiny Pantimimi. Dann Sören, der richtet Grüße von Jelinek aus. Der Ramses kann öfter mitmachen. Immer wenn der im Raid drin ist, bekomme ich ein Shiny, also fleißig einladen. Grüße geht raus, Glückwunsch natürlich. Ich habe bisher auch nur eins von dem Teil. Das hat auch ein bisschen gedauert, aber ich habe bisher noch nicht so viel geradet. Also jeder freut sich natürlich, wenn er im ersten, zweiten, dritten Raid, bam, direkt das Shiny bekommt. Dann fühlt man sich schon mal sicherer. Hannes, da ist es. Hier, Shiny Glaciola, was wir ja auch verlosen. Was wir auch als Raids für Zuschauer angeboten haben. Gestern auch nochmal. Und das war's. Morgen ist ja dann der Wechsel vom Winter-Event Teil 2 mit Shiny Galaflampion neu. Dann wird das angeboten statt Glaciola. Master Gossi auch. Das Shiny sieht wirklich schön aus. Hier noch ein Shiny Kyurem dabei. Drachek, erste Quest und dann das Shiny Seemops hier. Drachek Nummer 2 für heute. Noch ein Shiny Botogel hinterher. Gotcha, let's go beim Thomas. Auch Shiny Seemops. Thomas Speck, der andere. Damirplex, 100% Glücks mit Kostüm, auch feine Sache. Plus dasselbe nochmal, nur als Reshiram, auch als 100% Glücks Pokémon. Eiskorpions, der hat hier auf jeden Fall diese Bulldog Light Nudeln, ne? Mit 40% weniger Schärfe. Also die roten, die Too Spicy, sind ja schon mal doppelt so scharf wie die schwarzen. Und die Light sind 40% milder wie die schwarzen. Und er schreibt dazu, inspiriert durch dich wollte ich die mal testen. Zubereitet, wie ich immer solche Nudeln mache. Deswegen sieht das auch eher aus wie eine Nudelsuppe. Ja. Von der Würzigkeit so, zu viel Wasser. Die Nudeln unfrittiert sind total gut. Werden mit heißem Wasser auch weich. Zur Schärfe, mir trotz 40% scharf. Für mich eine Nummer zu scharf.
Für die Referenz bestelle meinen Döner scharf, Pulver, esse die Flying Goose Soße in der Mayo-Variante mild, gerne zu allem möglichen. Fazit, geile Nudeln, Geschmack ist gut, wenn heißes Wasser rauf, abgießen, Soße rein, wollte es aber so probieren, wie ich es immer mache. Schärfe muss ich dosieren und einfach weniger Soße reinmachen. Empfehlung geht raus, auch für Leute, die nicht extrem scharf essen, wenn man die Schärfe dosiert. Oder man knallt sich die Tüte einfach so rein und fliegt durch die Gegend. Ich glaube, ich werde heute auch wieder eine Packung machen. Dann hier Schneebedeck vom Kejoga, Shiny, Shinaya, Shiny, da ist es, Kyurem, Brian, heute Vormittag gefangen, Botogel, ja, Botogel. Dickes Dankeschön, Hannes, Chef an Hannes hier, 100% Kairi mitgenommen, da bin ich mit Super Sali zu Glücksfreunden aufgestiegen, Toxic, gönnen sich das 100% Shiny. Kaumalat, also das Schundo, ja, das Schundo Kaumalat, Bierbenny mit dem Schundo Glaziola. Jetzt fehlen noch 600er, zack, und da noch 5, ne, dann hat er das nächste Schundo, nämlich Shiny Evoli als 100er und will dann auch da alle Entwicklungen und so weiter machen. Kann man ja machen, wenn man Bier zur Hand hat, geht alles, so. Dann habe ich die zwei Top-Kandidaten diesen Monats kennengelernt, das Schmexify und der Jason HD. Habe ich mich gefreut, dass wir endlich zu beste Freunde aufsteigen, auch wenn es mittlerweile wirklich schwer ist für viele und es immer dauert, aber pünktlich zum Siede wäre es möglich gewesen. Die haben beide auch ein Geschenk gehabt, ich habe kein Geschenk gehabt, die haben ein Geschenk gehabt, sogar schon vor dem Siede. Ich habe gedacht, gut, die warten auf den Siede. Weder am Samstag um 11 Uhr, noch am Sonntag um 11 Uhr wurde geöffnet, meiner Meinung nach. Und irgendwann zwischendurch habe ich dann mal gemerkt in der Woche, oh, Schmexify ist auf einmal Best Friend. Danke dafür. Und Jason HD ist auch auf einmal Best Friend. Also irgendwie random wirklich irgendwas aufgemacht, keine Absprache, kein gar nichts. Wer wirklich Wert auf Punkte legt, achtet bei den beiden vielleicht mal da drauf. Gebt dem keine Geschenke, lasst sie zappeln, die sollen euch geben. Wenn ihr das gut macht, ne, haben die ja auch was davon. Ansonsten, solche Ego-Gänge sind halt mittlerweile nicht mehr so cool. Und man weiß ja, wie man einen erreicht. Kann man ja trotzdem mal nachfragen. Habe ich natürlich dann direkt rausgelöscht, als ich gesehen habe, ach, beste Freunde jetzt. Jetzt schicken die Geschenke, weil sie lucky werden wollen. Wenn sie mich vorher nicht anschreiben für eine Absprache, dann brauchen sie auch nicht ankommen für einen Trade bei Glücksfreunde. Dann mache ich den Platz lieber raus, frei und gebe den Platz zwei neuen Leuten, die rein wollen in die Liste, damit es weitergeht, denn viele wollen rein und der Platz ist immer voll. Und wer dann halt sich so aufhält, der, mit dem brauche ich auch nicht nochmal ein zweites Mal dann leveln. Shinaya, ja, geschafft, hier Level 49 Aufstieg jetzt, mit fast 1000 gewonnenen Raid-Kämpfen, fand ich auch mega krass. Dann das Master-Highlight, das Highlight heute von Master Gozzi, das Sandan, das Highlight vom Hannes war das Pikachu. Jojo zeigt seine Shiny-Event-Ausbeute, die er schon mal hat, also diese ganzen kostümierten jetzt als Shiny bekommen, alles hier dabei. Hier Pikachu, Pitsneef, hier Damierplex, C-Mobs, ne, wo ist das Glaziola? Shiny Event habe ich schon mal. Wo ist Glaziola? Aluhut, cool, das erste Mal, dass etwas Vernünftiges bei der Wochenaufgabe rumkommt. 100% Kapuno, also im Feldforschungsdurchbruch. Ramses, du siehst immer so ungesund aus und so blass. Ich sage euch nochmal, das ist das Licht. Das ist wirklich diese zwei heftigen, brutalen. Dann siehst du aus wie Graf Dracula immer. Na du, hast es Shiny bestimmt, oder? Bierschanga, 100% Kyurem, habe ich nicht aus ihrem Raid bekommen, das Shiny. Nein, dann, wenn man sich nicht entscheiden kann, Pommes, Ei, Bacon, Pizza, Burger, alles zusammen. Habt ihr Bock, dass wir das mal zusammen machen? Okay, Master Gozzi nochmal Ausbeute heute, das war glaube ich der zweite C-Day. Die C-Day-Sachen habe ich jetzt eigentlich rausgelassen, weil das ist alles schon mal drin und... C-Day, geht mir weg mit C-Day, bei ihr trotzdem. Glückwunsch natürlich nochmal fürs Jurem und auch das Praktibalk, das war auch ihr Highlight. Dann hier ein Shiny Pantimimi beim Henry aus dem Ei gebrütet. Flexmann, Glücksfreund geworden. Henry hier aus dem Ei. Hä? Kriegt ihr alles aus dem Ei? Henry und die Eier, gerade aus dem Ei bekommen, 100% der Tieri, Netghost, so stelle ich mir Ramses als Katze vor, immer schön am Nudeln essen. Und so stelle ich mir Thomas als Pikmin vor.
Dankeschön, Ramon. Auch Henry, auch das Shiny hier gegönnt. Julchen, Winter-Event läuft ganz gut, hat sich hier auch eingedeckt, hat wohl auch mit den kleinen Accounts dann Glaciola geradet, getradet und dann als Lucky bekommen, vielleicht absichtlich. Ihr wisst, wie meine Meinung dazu ist. Man erkennt den Unterschied vom Shiny sowieso schon gar nicht. Und dann lenkt der Hintergrund auch noch ab. Also schnell weg, Julchen. Ich wollte nur ein einziges 100er Macholo fangen. Und schwupps ist es natürlich ein 100er Shiny. Also schon wieder ein Shundo. Wird natürlich gleich hochgezogen, 100%, zack, Kampf hin und her. Max hier, Shiny Pikachu mitgenommen, Drachek knapp daneben, fast 100%, Kryptogrammurks, können aber zu einem 100er erlösen. Shinaya auch aus der Feldforschung, Shiny Pikachu, Humpen aufgestiegen, dann zu Glücksfreunde, habe ich heute auch erst getauscht mit ihm. Selal, Yorklef, Shiny, Selal, Sekrom, 100er, dann auch Bild von Selal. Ich, wenn ich etwas alleine mache, ganz präzise, richtig genial, du schaffst einfach alles. Ich, wenn mir jemand zusieht, oh mein Gott, völliges Desaster. So ungefähr, wenn ich dann immer Pokémon leuchtende Perle streame, sieht es dann auch ungefähr so aus. Ohne dass der Stream läuft, bin ich der Meister, wenn der Stream an ist. Ah! Totales Chaos. Dann Selal weiterhin, 100er Schnäppke, 100er Magma, wie faul bist du? Ich, ne? Ich pack den Schrank gar nicht aus oder die Kommode, ich stelle einfach den Karton mit dem Ding hin und dann reicht mir das eigentlich auch. Kann man so machen. Auch ein gutes Meme, was wir schon immer gesehen haben. Nicht mit Kaumalat, das ist ja auswechselbar, aber ihr seht, oh geil, tolle Farbe, oh mein Gott, die Farbe wird ja immer krasser und dann in der Endentwicklung, nein, warum, es sieht so scheiße aus, also es hat seinen ganzen Glanz einfach nur verloren. Selal hier auch, Shiny Petsneef, 100% Snubbull, dann auch ein Meme, was man kennt, aber diesmal auch wieder ein bisschen verändert. Wie viel Uhr ist es? Keine Ahnung, gib mir mal die Trompete. Welcher Depp spielt um 3 Uhr nachts Trompete? Es ist 3 Uhr nachts. Jetzt wisst ihr das, warum es so ist. Also, die Biker kennt ihr bestimmt. Selal, hier, vor allem Biker. Ist das überhaupt? Schreibt mal runter, wer die eigentlich sind und was die eigentlich machen. Bevor ich jetzt wieder was durcheinander bringe. Der hier mit dem Hulk Hogan Bart und der andere. Selal noch shiny schneebedeckt. Selal mit dem 100er Seemob. Selal mit dem Petsneef, mit dem shiny Schnäppke. Dabi nimmt man mit, shiny Bodogel. Burkhardt, 100er Dodu. Shiny Snubbull. Shiny Sekrom. Glücks 100er Schnäppke. Botogel 100, Gelatini Glücks 100er, Burkhardt mit dem Tengolis und ein Stolos Wild, dann Jason Meyer, das möchte ich euch mal kurz vorlesen, weil ich es irgendwie total süß fand. Hallo Ramses, du bist mein Lieblings-YouTuber. Du bist nett und freundlich und cool. Du machst immer tolle Videos und Livestream mit Thomas und Hannes und Ismo. Kennt ihr den Ismo? Ismo der Gizmo? Ismo, ich wusste gar nicht, dass der Ismo in meinem Livestream dabei ist, aber okay. Das finde ich gut, dass ihr, den anderen helft, die keine Raids haben oder auf dem Dorf leben, und das finde ich gut. Beides so. Und bleibt alles so, wie ihr seid, und lasst euch von keinem was sagen oder ärgern. Die wissen dann nicht, wie nett, cool und freundlich ihr sein könnt. Ich finde das gut, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ihr möchtet das nicht machen, aber es macht auch Spaß. Das finde ich gut. Ohne dich hätte ich keine so tollen Freunde auf YouTube und auf Telegram oder ein Pokémon gefunden. Dafür will ich mich bedanken. Macht weiter so mit den tollen Videos und Livestream und bleibt so, wie ihr seid und gesund auch. Und es macht auch immer sehr viel Spaß mit euch. Und ich finde, eure Regeln sind nicht so streng wie bei anderen YouTuber, aber Regeln zu haben, finde ich gut. So kann aber nicht jeder machen, was er will und auch nicht spammen. Bleibt einfach so, wie ihr seid. Lasst euch nichts sagen und auch nichts gefallen und bleibt nett, cool, freundlich und höflich. So seid ihr die Besten und bleibt es auch. Und Thomas, Hannes, Ismo. Und deine ganze Familie ist auch nett und freundlich, cool und höflich. Das kannst du dir ruhig sagen, alle von mir, macht weiter so. Bleibt so, wie ihr seid, dann ist alles schön und schick. Ich finde deine Videos und Livestream echt cool. Und du bist und bleibst mein Lieblings-YouTuber für immer und ewig Dank und alles Ramses. Dafür bin ich dir dankbar. Der kennt doch meine Familie gar nicht, aber die ist auf jeden Fall cool und total nett und freundlich und so. Hast du Dirk noch nicht erlebt, wenn er wieder mal einen Chokeslam macht, also war auf jeden Fall total lustig und wie das irgendwie sich immer wieder wiederholt hat, aber irgendwie wieder nochmal anders ausgeschweift und es kein Ende gab und einfach nur, was für ein Text, er hat mich einfach total erdrückt,
Aber voll süß, oder? Baby. Dann hier André. Gruß André. Hallo Ramses. Ich wünsche dir schon mal eine frohe Weihnachten und ruhige Feiertage. Dann packt er dem Anton hier einfach. Nee. Sarina, meine Unfälle der letzten Tage. 100 shiny, 100, 100 shiny Krypto. Aber das war das Highlight davon. Ein 100% Krypto Seemobs. Guckt mal die roten bösen Augen und die zwei Vampirzähnchen. Also das sieht doch genial aus. Auch der nächste Sea-Day im Januar. Dann hier nochmal Lukas. Back to back to back to back. Wow. An einem Sea-Day jetzt mal gar nicht dann so untypisch, aber irgendwie trotzdem genial. Unheftig, ne? Aber nicht der Schocker der Woche. Lukas hier, der gräbt gerade den Garten um, wie man sieht, mit seiner Schaufel. Dann Sören, ich grüße das schöne Röderland, ne? Ich nicht, aber Grüße gehen raus. Jetzt habe ich es doch gegrüßt. Shenaya, 100% Glaziola. Mit Kostüm, noch ein Shiny Seemobs hinterher, Andy Project, 100% Seemobs. Wenn das Shiny schon ziert, dann zumindest das 100er. Und nur den extra Spezialtausch ausgenutzt mit meiner Frau. Danke auch an Sabrina, war aus einem Raid mit ihr. Bam, 100% Regiram, Glücks-Pokémon. Leon, Petzold, eins meiner Highlights am Super Sea Day. War schon echt froh, als es kam. Einer meiner Lieblinge in Pogo seit Release. Gleich auf Level 50 hoch. Ich glaube, ich habe meinen noch gar nicht gepusht auf 50. Muss ich auch mal irgendwann machen. Victor, dieses Glumanda, ja. 100% Glücks. Chevy, hier. 100er Pikachu, 100er Raichu, 100er Damiaplex und 100% Trassler Krypto. Do. Also das Seemobs konnte nicht das Highlight sein, also der Schocker der Woche, weil Trassler ist ja dasselbe wie Seemobs, nur nicht so süß. Dann hier 100% Pantimimi, gerade gebrüdelt vom Buffel. Jay, das zweite Seemobs war direkt die pinke Kugel. Dann Sir Ups aus dem Raid mit mir natürlich. Shiny Kyurem, Lost Lift, die erste Feldforschung nach Start des Events von dem Ding. Alola Familie ist voll. Erik, Shiny Shadrago, 100% Rigiram, Bier Shanga, Voldoball, Seemobs, Magby, Schnäppke, Benjamin. Hat mal wieder hier Solo-Raids gemacht gegen Ausdos, war ziemlich knapp, ne? Guckt dir das an und dann hat er es nochmal gemacht mit Krypto-Pokémon und da ging es besser, sieht man ja, 15 Sekunden statt 8 Sekunden übrig. Hätte er nicht gedacht, dass sie so schwer sind, hat er dann gemacht. Die Krypto-Machobai haben geregelt. Und er hat dann natürlich auch ein Duo-Raid gemacht. Kommt das noch? Hier, Duo-Raid von Kyurem. Auch mit reichlich Krypto-Machobai drin. Haben sie dann bei 53 Sekunden Restzeit auch geknüppelt und besiegt. Und zwischendurch hat er noch einen Shiny-Krypto-Skorgler mitgenommen. So, Elke. Elke hat auch bei Raids für Zuschauer mitgemacht. Mit Glaziola. Hat ein Shiny bekommen. Und hat ein 100er bekommen. Besser geht's nicht. Das ist der Jackpot. Ihr könnt das nicht einfach snipen oder bei einem Feed suchen oder machen oder tun. Das ist ein Raid-exklusives Pokémon. Da werden die IV gewürfelt. Ihr müsst Glück haben. Sie hatte Glück und gleich doppelt. Denn das Shiny und das 100er sind da. Dann hat sie hier noch ein Shiny Pikachu. Schneebedeckt. Hier ein paar gute Shinies, die alle so eine 3-Sterne-Bewertung haben im Alter von 1 bis 4 Tagen. Ja, dann generell 890er. Sie macht dem Bockwurst King jetzt also Konkurrenz. Wer das noch kennt, dass wir immer die 890er vom Bockwurst King reingenommen haben, weil das waren die wahren 100er, die 98er vom Bockwurst King. Hat sie auch hier eine ganze Sammlung aufgebaut in den letzten 5 Tagen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hannes hier noch 100% Sandan. Hannes könnte sich ein 100er Seemobs erlösen. Hannes mit einem Damiaplex und einem Petsneef. Lennart mit einem Skorgler, Krypto, Shiny. Thomas Bow, 2 Sekrom hintereinander, Shiny im Raid gehabt. Brainy gebrütet, 100% Quapsel. Jojo aus dem 10 Kilometer Ei, ein Riolu mit 100%. Das ist auf jeden Fall mega genial. Dann meine Katze weckt mich jeden Morgen auf. Heute habe ich sie mal aufgeweckt. Guckt ihr das an, wie die guckt, ne? Wenn ihr die dann aufweckt. Also,
So, die eine Seite ist voll süß und die andere Seite ist irgendwie so, sieht so beleidigt und komisch aus. Das ist auch übrigens ein Bild vom Selal. Pet Shop Boy hier noch, 100% Shinux in Shiny, 100% Macholo in Shiny, ist sogar das zweite, er hat schon mal eins, hat er auch hochgezogen und den Hulkster draus gemacht. Via Shanga noch mit einem Sandan und das waren jetzt die Highlights. Wir kommen jetzt noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom NetGhost, ja. Der hat mir im Netz was geschickt, ein Bild von einem Geist. Also müsst ihr euch mal vorstellen, hab was getauscht und BÄM! 100% Krypuk. Ist mega selten. Shiny Krypuk. Selten. Gibt's ja auch nicht immer. Kann man auch nicht wild finden. 100% Shiny Krypuk. Zufällig beim Tausch. Als Glücks-Pokémon ist auf jeden Fall eine feine Sache und dann auch noch vom NetGhost. Das ist ein Pokémon vom Typ Geist, vom NetGhost, der ein Shiny ich hatte schon gesagt, was es ist. Ich finde es auf jeden Fall richtig genial. 100% Shiny Lucky Krypuk, genau, nicht Krypto. Ein Krypuk ohne Krypto, irgendwas, aber Lucky halt. Sonst hätte er es ja nicht tauschen können, wenn es Krypto wäre. Also. NetGhost mit dem Schocker der Woche. Das war es jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Denkt dran, wenn ihr heute Abend unterwegs seid mit euren Homies und raidet und einen Platz frei habt, ladet mich mit ein, dann schafft es eure Lobby vielleicht in den Stream. Wenn ihr keine Freunde habt, ist nicht böse gemeint, dann nutzt bitte die Raid-Gruppe und ladet nicht ständig mich ein, wenn ihr alleine an der Arena steht. Und geh dann 10 Sekunden vorher raus, weil wir ja eh nur zu zweit sind, dann tragt euren Raid bitte in die Raid-Gruppe ein, dass ich Leute dazu eintrage, die ihr einladen könnt, die dann auch reinkommen, die dann auch mitmachen, dass ihr den auch machen könnt. Oder schließt euch einem Raid an, ich sage es nochmal, aber das sieht ja hier eh keiner. Denn die Leute kommen in den Stream, die gucken ja keine normalen Videos. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.